Gleichsetzung die Frage, wie man p mit n gleich 7 und p gleich 0,3 von x größer gleich 2 rechnet. Das muss man zuerst umrechnen in 1 minus p von n gleich 7, p gleich 0, 1 Drittel, x kleiner gleich 1. Das ist eine Formel, die wir da angewendet haben. Und jetzt ist die Frage, wie man das mit dem WTR rechnet. Also das hier da oben, na, wenn Sie noch so hinter, das hier, das kann man mit dem WTR rechnen. Den Rest muss man mit dem Kopf oder handschriftlich machen. Das heißt, dazu schalte ich den WTR ein, drücke Menü und dann hier die 4, Menü 4. Und dann brauche ich ja die kumulierte Binomialverteilung. Also einmal Pfeil nach unten und dann die 1. Und dann nehme ich immer die Liste. Und das erste Element der Liste, was ich hier eingeben muss, ist die 1, ist gleich und das n ist ja 7 und das p ist ein Drittel, das schreibe ich so 1 durch 3, ist gleich, so und da kriege ich jetzt hier einen Wert raus, der ist 0,2634, 0. 0,2634, aber dann darf ich das 1 minus nicht vergessen. Das heißt, der tatsächliche Wert hier ist dann 0,7366. Das ist der tatsächliche Wert, den wir da rauskriegen dann. Also der Wert, der muss dann in der Wertetabelle stehen.